Hallo RCK-Setup-Freunde und herzlich willkommen zum inzwischen 14. Teil in meiner Serie zum 1:10 Tourenwagen-Setup. Heute geht es eigentlich um das allerwichtigste Teil überhaupt, und zwar das Rad eines 1:10 Tourenwagens. In dieser Folge möchte ich einfach darüber reden, wie so ein Rad aufgebaut ist, wie man es am besten vorbereitet, welche Haftmittel es gibt, wie das alles zusammen funktioniert. Da wir hier nicht wirklich Setup an den Fahrzeugen betreiben werden, werden wir vor den Autos auch nicht wirklich viel sehen. Im allerersten Schritt möchte ich aber darauf eingehen, was es für Reifen oder beziehungsweise Räder es überhaupt gibt. Ich habe hier einfach mal einige Räder vorbereitet, um euch so ein paar Sachen zeigen zu können. Es gibt eine riesen Anzahl von Herstellern von Rädern, die versuchen, die verschiedensten Bedürfnisse zu erfüllen. Hier ganz rechts oben, da fange ich damit an, das sind sogenannte Moosgummiräder. Auf die möchte ich hier in diesem Video gar nicht eingehen. Vielleicht mache ich da mal später was drüber, denn das ist auch eine interessante Geschichte. Also Moosgummi, wie gesagt, kein Thema in diesem Video, also erstmal weg damit. Somit bleiben jetzt die Räder mit sogenannten Hohlkammerreifen übrig. Als allererstes möchte ich aber über die Felge sprechen. Da gibt es nämlich auch verschiedene Varianten. Hier habe ich so eine Speichenfelge links und eine Diskfelge rechts. Die Aufnahme der Felge, also die Montage, erfolgt über einen Innensechskant. Und der ist eigentlich bei allen Felgen, soweit ich weiß, gleich. Genauso an der Diskfelge. Der Kernunterschied zwischen Speichen- und Diskfelge ist, dass die Speichenfelge immer etwas weicher sein wird, da hier grundlegend weniger Material verbaut ist. Und diese Diskfelgen, die werden hauptsächlich auf unseren Tourenwegen im Wettbewerb auch gefahren. Auch bei der Diskfelge gibt es aber verschiedene Härten, das ist aber sehr stark herstellerabhängig. Die Speichenfelgen legen wir aber auch erstmal beiseite, damit wir etwas mehr Platz haben und die Räder aussortiert bekommen. Jetzt beschränken wir uns nur noch auf Teppich, also Indoor-Räder, und Asphalt-Outdoor-Räder. Links habe ich Indoor-Räder, rechts habe ich Asphalt-Räder. Allein wenn man diese zwei Räder betrachtet, gibt es auch wieder eine Unzahl Hersteller und Varianten der Räder. Also da am Anfang durchzublicken ist nicht so ganz einfach. Aber diese Zahl, die ich hier jetzt gerade zeige bei den Sorex-Rad, die verrät schon so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Das ist nämlich eine Härteangabe. Das Autorad hat hier eine 36 stehen. Diese Zahl soll die Härte der Gummimischung darstellen, die auf der Felge aufgezogen ist. Es gibt auch sogenannte Hybridräder, die Indoor und Outdoor funktionieren sollen und so ein Zwischending darstellen, aber auf die möchte ich gar nicht weiter eingehen. Die Problematik dieser Härte bzw. Shore-Angabe ist, dass man sie nicht direkt nachvollziehen kann. Also wenn ich in einem halben Jahr ein anderes Rad drauf packe, dann kann ich es nicht vergleichen, was härter oder weicher war. Ach so, ja, dieses Label übrigens auf der Felge, das kommt daher, wenn man ein Rennen fährt. Bei der ETS zum Beispiel ist es so, dass in der Nenngebühr, also im Startgeld, bereits Einsatzräder mit enthalten sind. Das heißt, alle Räder werden direkt dort auf dem Rennen ausgegeben und so versucht der Rennveranstalter, die größtmögliche Chancengleichheit zu gewährleisten. Dann gibt es auch Rennen, wo das Rad zwar vorgeschrieben ist, aber man auch sein eigenes Rad mitbringen kann. Das heißt, ob man ein gefahrenes oder ein ungefahrenes Rad nimmt, ist einem selber überlassen. Man muss es dann auf dem Rennen markieren lassen und das wird dann bei der technischen Abnahme gegengeprüft. Und dann gibt es auch noch Rennen, wo die Reifenwahl komplett frei ist. Also da ist euch dann selbst überlassen, was ihr für ein Rad nehmen möchtet. Hier einfach auch kurz das Reglement checken. Ich habe ja auch nicht umsonst hier diese zwei verschiedenen Räder auf den Tisch gelegt. Also nach meiner Erfahrung ist es so, dass wenn man auf Teppich fährt und eigentlich nur zum Spaß, dann ist es das beste Rad, wenn man diese Sorex 28 fährt. Die werden von Schumacher produziert und gibt es mit einer schwarzen oder, soweit ich weiß, auch mit einer gelben Einlage. Outdoor funktionieren diese Volante 36 super gut. Wie eben aber auch gesagt, wenn man ein Rennen fahren möchte, dann muss man sich natürlich nach dem Reglement richten. Bevor ich zeige, wie ich so ein Tourenwagenrad für ein Rennen vorbereite, möchte ich noch ein paar mehr Informationen mit euch teilen. Denn wenn man so ein Rad besser versteht oder den Aufbau weiß, dann weiß man auch, warum und wie man so ein Rad am besten vorbereitet. Um einen Einblick ins Radinnere gewähren zu können, habe ich diesen Gummi mal in verschiedenen Richtungen aufgeschnitten. Als erstes habe ich einfach die Felge mal quer durchtrennt. So haben wir einen perfekten Einblick aufs Innenleben. Was wir hier sehen, das Rote in der Mitte, ist die sogenannte Reifeneinlage.
Das Rad bzw. der Reifen heißt zwar Hohlkammerreifen und da ist auch eine hohle Kammer, aber die ist nicht mit Luftdruck befüllt. Das würde in dem kleinen Maßstab auch nicht richtig funktionieren. Und so ist man darauf gekommen, diesen leeren Raum mit einer Einlage zu füllen. Das ist einfach ein Schaumstoff, der hier eingebracht wird. Diese Einlage ist auch nicht verklebt oder sonstiges, sondern liegt einfach innen auf der Felge auf. Hier sieht man es ganz gut, wenn man einfach den Gummi umstülpt. Diese Einlage umschließt komplett die Felge und hat auch keine Schweißnaht oder so etwas. Soweit mir bekannt, werden diese Einlagen aus Schaumstoff Wasserstrahl geschnitten. Die Einlagen gibt es auch in verschiedenen Härten. Also Outdoor fühlt sich eher an wie so eine Gummimischung und Indoor, also hier habe ich zwei Indoor-Räder, oben ist ein LRP-Rad und unten ist auch ein Volante-Indoor-Rad, die fühlen sich eher an wie so ein weicherer Schaumstoff. Jetzt mögt ihr vielleicht sagen, warum erzählt er uns das alles? Wir bauen ja unsere Räder nicht selber zusammen, wir kaufen die ja komplett fertig. Aber hier sieht man sehr deutlich, auf was es bei so einem Rad ankommen kann. Meiner Meinung nach gibt es zwei Problemzonen bei so einem Rad. Zum einen hier diese Stelle, an dem die Gummimischung fertiggestellt wird. Das heißt, hier an der Stelle wird sie zusammen vulkanisiert und die kann etwas härter sein als der Rest des Gummis. Zum anderen liegt das Problem bei der Schaumstoffeinlage selbst. Diese Räder, die wir kaufen, die sind ja vorverklebt. Und das Schlimmste ist, wenn die Einlage hier etwas gequetscht ist und komplett auf der Felge festgeklebt ist. Das ist natürlich nicht so gedacht, aber kann durchaus vorkommen und wir können das von außen einfach nicht sehen. Wenn man aber schon viele Räder in der Hand hatte und genau diese Informationen hat, dann kann man versuchen, diese Sachen zu ertasten. Das heißt, ob dieses Rad hier diese Dulle aufweist an dieser Vulkanisierungsstelle oder ob das ein akzeptables Rad ist, wo man das nur ganz leicht spürt. Das kann man sehr wohl ertasten. Wenn es möglich ist, kann man so seine Räder relativ gut vorsortieren, welche man denn fahren möchte. Nun möchte ich zeigen, wie ich vorgehe, wenn ich einen neuen Satz, also eine neue Tüte Räder aufreiße, auf was ich dabei achte und welche Vorbereitungen ich für den Rennbetrieb treffe. Zuerst öffne ich einfach die Tüte, da ist natürlich nichts Besonderes dabei, und entnehme hier die Räder. Als allererstes prüfe ich alle Räder, ob sie denn optisch gut aussehen. Das heißt nicht, dass sie hübsch sind, sondern ob hier irgendwelche Sekundenkleberreste auf der Lauffläche entlang gelaufen sind oder auf der Felge sich befinden, ob sich irgendwo was abgehoben hat. Und ich versuche auch parallel hier mit meinen Fingern genau diese Dulle, was ich vorhin erwähnt hatte, zu ertasten. Ist die im Rahmen, wo ich sage, jawohl, dieses Rad kann ich fahren, oder fühlt sich's eher an wie so ein Bremsplatten? Wenn ich meine Räder abgetastet und auf Sicht geprüft habe und der Meinung sind, jawohl, das sind jetzt die Räder, die ich als nächstes fahren möchte, dann schaue ich mir erstmal die Lauffläche an. Und auf der Lauffläche jedes Turnwagenrades befindet sich hier so ein kleiner Grat. Um diesen Grat bestmöglich entfernen zu können, gibt es meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten, um das zu tun. Zum einen kann man sich so einen hochwertigen Seidenschneider besorgen. Mit diesem kann man ganz einfach diesen Grat wegzwicken. Das heißt, ich nehme die Zange, setze oben an und zwicke einfach diesen Grat weg. Aber Vorsicht, nicht zu tief dabei gehen, nicht dass das Rad verletzt wird. Zum zweiten kann man diesen kleinen Grat auch mit so einem kleinen Nagelhautentferner wegschieben. Nach meiner Erfahrung funktioniert das mit dem Wegschieben allerdings nur bei Outdoor-Rädern ganz gut. Die Indoor-Räder haben eine etwas andere Gummimischung und da lässt sich's nicht wirklich so wegschieben. Also ist die bessere Wahl immer diese Zange. Ich gehe nun mit meiner bevorzugten Methode bei allen vier Rädern durch und entferne diesen Grat komplett. Aber aufpassen, dass man das Rad nicht verletzt. Wie man sieht, kommt da sogar einiges an Gummimischung zusammen. Im nächsten Schritt geht es darum, die Reifeneinlage etwas zu bearbeiten. Aber wie kommen wir da denn überhaupt ran? Das geht ja gar nicht, denn das Rad ist ja komplett verschlossen. Richtig, an die Einlage kommen wir direkt nicht dran. Aber ich nehme hier einen Schlüssel und schiebe ihn durch das Rad an der Radachse und drücke das Rad nach unten mit so mäßigem Druck und rolle es über meine Setup-Platte. Durch das Rollen soll sich die Reifeneinlage setzen oder auch solche verklebten Stellen etwas lösen. Man sollte hier schon etwas Kraft aufwenden, aber auch nicht zu viel, dass man die Löcher an der Felge kaputt macht. Diesen Vorgang wiederhole ich natürlich an allen vier Rädern.
Jetzt kommt ein Schritt, der eigentlich optional ist, denn wir kaufen ja extra ein Rad, was fertig verklebt ist. Aber da diese Verklebung oft nicht gut genug ist, gibt es die Möglichkeit, es aufzubrechen. Und zwar, wenn ich hier dieses Rad einfach so auf der Platte drehe, dann hört man, wie dieser Sekundenkleber aufknackt. Aber ich empfehle diese Methode eigentlich eher weniger, denn es besteht die Möglichkeit, dass man die Felge hier am Rand etwas verletzt. Ich gehe eigentlich immer wie folgt vor. Ich nehme einfach so ein Höhenmesskeil und gehe hier um die Felge rum und drücke den Gummi ganz knapp an der Felge entlang herunter. Und so löst sich der Reifen perfekt von der Felge ab. Natürlich mache ich das auch wieder bei allen vier Rädern und das nicht nur außen, sondern auch auf der Innenseite. Wenn wir diese Verklebung gelöst haben, müssen wir natürlich das Rad auch wieder miteinander verkleben. Und hierzu benötigen wir einen möglichst dünnflüssigen Sekundenkleber. Es gibt hier spezielle Reifenkleber, wie zum Beispiel den MR33 Superglue 2. Den finde ich persönlich sehr, sehr gut. Das klingt hier zwar extrem nach Werbung, aber ich habe einfach verschiedene Sekundenkleber probiert und fand diesen bisher am besten. Nicht nur den Kleber finde ich gut, sondern auch das Fläschchen. Denn was hier dieser Deckel hat, ist so ein kleiner Dorn und der sorgt dafür, dass mir oben die Spitze nicht einfach immer verstopft. Ein guter Kleber bringt mir ja auch nicht viel, wenn ich ihn nicht aus der Flasche bekomme. Und diese Spitze ist auch perfekt geformt für eine Kanüle, denn ich klebe ja das Rad nicht direkt aus der Flasche. Hier gibt es solche Kanülen, die könnt ihr in der Apotheke kaufen, gibt es in verschiedenen Längen, verschiedenen Stärken. Also ich empfehle hier so eine Stärke um 0,4 und die kann man hier einfach aufbringen und dann ist man perfekt vorbereitet, um den Reifen zu kleben. Damit sich der Reifen beim Kleben leichter drehen lässt auf der Unterlage, nehme ich hier einfach so eine Tüte von den Rädern her und die schneide ich mir zurecht und habe somit eine kleine Unterlage. So ist der Untergrund geschützt, falls doch mal ein Tropfen Sekundenkleber daneben geht und ich kann dieses Rad viel, viel besser drehen als ohne Unterlage. Jetzt sind wir perfekt vorbereitet und können uns ans Kleben machen. Ich nehme das Rad zwischen Daumen und Zeigefinger und drücke mit dem Daumen den Gummi leicht nach unten, so dass hier ein Spalt entsteht. Und genau in diesen Spalt versuche ich mit der dünnen Kanüle den Sekundenkleber aufzubringen. Mit ein bisschen Übung geht es sogar relativ gut. Hier ist natürlich unbedingt darauf zu achten, dass nichts daneben geht. Also wenn Sekundenkleber auf der Lauffläche ist, das ist dann gar nicht gut. Nach dem Verkleben nehme ich so ein Baumwoll- bzw. Mikrofasertuch und wische den überschüssigen Sekundenkleber ab. Hierbei auch darauf achten, dass man den Sekundenkleber nicht auf die Flanke verschmiert. Und warum mache ich das Ganze? Wir müssen unser Rad ja öfters mal kleben. Und wenn wir das nicht wegwischen, dann entsteht hier irgendwann so ein Riesenwulst, den man nur noch durch Schleifen beseitigen kann. Und dabei ist auch die Gefahr groß, dass man die Flanke verletzt. Ich sehe an der Bahn auch immer wieder Leute, die mit einem Aktivatorspray arbeiten. Damit wird der Sekundenkleber sehr schnell hart, aber er wird auch sehr spröde und das möchten wir an der Stelle genau nicht haben. Und wie jetzt gerade beschrieben, gehe ich mit allen vier Rädern genauso vor. Und auch die Innenseiten sollten nicht vergessen werden, die müssen wir auch noch festkleben. In diesem Schritt möchte ich jetzt nun herausfinden, welches Rad wo am Fahrzeug hinkommt. Also wir haben ja vier Räder und die müssen ja auf dem Fahrzeug verteilt werden. Vorne links, vorne rechts, hinten links, hinten rechts. Und um das herauszufinden, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Manche Leute entscheiden so, indem sie die Räder wiegen. Das heißt, sie nehmen ihre kleine Goldwaage, setzen die Räder darauf und vergleichen sie miteinander. Die Reihenfolge der Räder wird dann je nach Gewicht bestimmt. Das heißt, man versucht pro Achse ähnliche Räder draufzusetzen, so dass das Auto dann nachher gut fährt. Ich verwende diese Methodik aber weniger. Ich habe mir hier so eine alte Achse herangezogen mit einem C-Hub, die sich leicht drehen lässt und ich gut festhalten kann. Hier schnalle ich mein Rad drauf und kann es dann von Hand andrehen und spüre, ob hier das Rad Höhen- oder Seitenschlag hat. Das ist für mich viel, viel ausschlaggebender als das Gewicht. Dieses Rad sieht ganz gut aus und das lege ich jetzt hinten rechts hin. Warum hinten rechts? Da komme ich gleich dazu. Zunächst nehme ich das nächste Rad und versuche es zu vergleichen. Ist es besser oder schlechter wie das gerade eben getestete Rad? Also auch kurz draufschnallen, andrehen und beobachten und fühlen, ob es Höhen- und Seitenschlag hat.
Ja, dieses Rad ist ungefähr gleich. Es hat ganz leichten Höhenschlag. Ich setze das Rad einfach mal links daneben und nehme das nächste. Bei diesem Rad bemerke ich, dass es einen Ticken weniger Höhenschlag hat als das vorige. Also für mich eine bessere Qualität. Und ich möchte die guten Räder immer hinten auf dem Fahrzeug haben. Somit nehme ich das vorher getestete Rad und verschiebe es auf die Vorderachse und das soeben getestete bleibt hinten. Jetzt bleibt nur noch ein Rad übrig und das teste ich nach dem gleichen Verfahren. Draufschnallen und wieder andrehen. Dieses Rad hat auch einen leichten Schlag, aber das ist eigentlich auch normal. Man wird selten ein Rad bekommen, was super, super rund ist. Und somit landet es auch auf der Vorderachse. Jetzt noch eine kurze Erklärung, warum die schlechteren Räder vorne landen und warum die besseren hinten. Also wenn ich zum Beispiel einen Kurs habe, bei dem links herum gefahren wird, dann habe ich deutlich mehr Linkskurven als Rechtskurven. Das heißt, die äußeren rechten Räder, die haben die meiste Belastung zu tragen. Und ich möchte auch, dass das Fahrzeug stabil fährt. Das heißt, wenn es vorne ein bisschen schiebt, dann ist es bei Weitem nicht so schlimm, wie wenn es das Heck verliert. Und das ist genau die Begründung, warum auf die Hinterachse die besseren Räder kommen. Also versuche ich in diesem konkreten Beispiel hinten rechts das beste Rad zu haben. Viele Fahrer machen das Gleiche, allerdings mit einem sogenannten Tire Tour. Den habe ich nicht und deswegen habe ich mir so ein kleines Ding selber gebaut. Und jetzt bleibt noch übrig, die Räder zu beschriften. Und ich markiere hier auch keine Zahlen oder so etwas, sondern schreibe in Klartext vorne links, vorne rechts, hinten links, hinten rechts. So gibt es keine Verwechslungsgefahr. Und genau in dieser Reihenfolge bzw. an dieser Position werden später die Räder auf meinem Fahrzeug montiert. Und ich ändere diese Position auch nie. Also ich fahre die Räder immer an der gleichen Stelle. Es gibt Fahrer, die haben ein anderes Prinzip. Die sagen sich, okay, ich möchte die Reifen bestmöglich und gleichmöglich belasten. Und deswegen wechseln die nach jedem Akku, aber das muss wirklich nach jedem Akku erfolgen, wechseln die Reifen von links nach rechts immer hin und her. Es gibt auch Fahrer, die sagen, ja, aber die Vorderräder werden ja anders abgenutzt wie die hinteren. Also, dann wechseln wir eben auch quer durch. Also, da muss jeder selber herausfinden, wie er das denn besser möchte. Ich habe das Prinzip, dass ich das Rad dort lasse, wo es einmal war. Genauso bereite ich meine Räder für ein Rennen vor. Aber ich möchte dennoch auf die Verklebung nochmal eingehen. Denn das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das nach jedem Akku überprüft. Denn durch die Kurvenfahrten und das Walken des Reifens reißt hier zwangsläufig irgendwann der Sekundenkleber auf und wir müssen nachkleben. Diese Verklebung sollte man tatsächlich nach jedem Akku, also nach jedem Fahren prüfen. Gerade auf Teppich ist das super wichtig, denn auf Teppich kann es sogar passieren, dass wenn diese Verklebung aufgerissen ist, dass die Felge den Teppich berührt, also das Fahrzeug sozusagen einhakt und auf der Stelle umkippt und man wundert sich, was ist denn da los. Also bitte prüft unbedingt eure Verklebung der Räder. Und jetzt kommen wir zu einem Kapitel, das sehr viel Verwirrung stiften kann und auch ausgiebigst behandelt werden könnte. Und zwar Haftmittel. Es gibt unzählige und so viel verschiedene Haftmittel, dass man irre werden könnte. Es gibt spezielle Outdoor-Haftmittel, Indoor-Haftmittel, dickere, dünnflüssige Haftmittel mit den wildesten Namen, was sich die Hersteller einfallen lassen. Ultra Grip, High Grip, Max Grip, Ultra High Grip, was weiß ich alles Mögliche. Aber lasst euch da bitte nicht verrückt machen. Die grundsätzliche Funktion jedes Haftmittels besteht darin, dass die Gummimischung etwas angeweicht wird. Das heißt, das Rad haftet besser auf der Bahn und daher kommt auch der Name Haftmittel. Aus was genau diese Haftmittel bestehen, kann ich euch nicht sagen. Ich bin ja auch kein Chemiker. Was ich hier euch zeige, ist wirklich nur eine kleine Auswahl der Haftmittel. Es gibt so viele verschiedene, das ist unfassbar. Aber wie gesagt, was alle gleich haben, ist, dass sie das Rad etwas aufweichen und dadurch mehr Griff produzieren. Um etwas mehr Licht ins Dunkle zu bringen, entferne ich einfach mal die Haftmittel, die für mich irrelevant sind. Es bleiben dann nur noch diese MR33 und das High Grip von CS übrig. Die MR33, die werden bei der ETS gefahren. Also aktuell ist es auf Teppich dieses V4 und auf Asphalt dieses V3 Asphalt-Haftmittel.
Wenn man aber nur zum Spaß an der Freude fährt oder das Haftmittel frei ist, dann kann man das CS High Grip fahren. Das funktioniert in und outdoor super gut. Ich finde übrigens an der Kopfseite dieses Schwämmchen, das gedrängt werden kann über Druck, also so ähnlich wie so ein Schuhputzding, sehr, sehr gut gelöst. Dadurch lässt sich das Haftmittel super aufs Rad auftragen. Beim High Grip kann das etwas problematischer werden. Im Rennbetrieb wird euch die Entscheidung des Haftmittels meistens abgenommen, denn dort werden Fläschchen bereitgestellt, die ihr sogar verwenden müsst. Jetzt möchte ich noch auf das Auftragen des Haftmittels kurz eingehen. Bevor ich das aber tue, möchte ich meine Räder säubern und das tue ich mit einem Bremsenreiniger, den ich hier auf so ein Mikrofasertuch aufsprühe. Muss natürlich nicht unbedingt Wirt sein, gibt es auch genügend andere Firmen, die sowas herstellen. Ich nehme das Rad und reibe einfach die Oberfläche an dem Mikrofasertuch. Und wie man auch sieht, kommt da einiges runter. Es ist nicht nur Dreck, sondern auch diese Gummioberfläche und dadurch klebt das Rad auch wieder viel, viel besser. Und das gleiche mache ich natürlich auch an der Vorderachse. Wenn etwas weniger Griff auf der Bahn ist, dann kann man auch statt dem Bremsenreiniger das Haftmittel direkt zum Reinigen nehmen. Also manche sagen auf keinen Fall Bremsenreiniger, weil das zieht ja die Weichmacher aus dem Gummi raus. Also ganz ehrlich, ich habe das mal hin und her getestet und mal wirklich eine gewisse Zeit lang nur Haftmittel zum Reinigen verwendet und keinen Bremsenreiniger und dann wieder Bremsenreiniger und ich habe keinerlei Unterschied festgestellt. Also es könnt ihr handhaben, wie ihr möchtet, auf jeden Fall sollten die Räder sauber sein. Nun geht es darum, das Haftmittel auf die Räder aufzubringen. Bevor ich das tue, schüttle ich die Flasche kräftig durch. Nicht, dass sich unten irgendein Teil des Additivs absetzen und ich nur den oberen Teil verschmiere. Ich nehme meinen Radschlüssel und stecke ihn aufs Rad und so habe ich die Möglichkeit, per leichtem Druck das Haftmittel auf das Rad aufzubringen. Und das mache ich in gleicher Form auf allen vier Rädern. Ich versuche hier wirklich eine dünne, gleichmäßige Schicht aufzuziehen. Viele Fahrer machen aus dem Reifenschmieren sogar eine kleine eigene Wissenschaft. Aber es stimmt schon, also man merkt den Unterschied, wie lange man schmiert. Ich nehme mal als Beispiel eine Outdoor-Strecke im Sommer her. Diese Outdoor-Strecke hat einen ganz guten Griff und die Sonne, die prallt nur so runter. Da sollte man jetzt die Räder nicht unbedingt ewig schmieren, dass sie dann noch weicher werden. Denn das Rad fängt dann wortwörtlich schmieren an und ich habe nicht mehr genug Haftung. Was Outdoor auch ganz gerne gemacht wird, sind diese Reifenheizdecken, die über die Räder gestülpt werden. Also die Heizdecken, die bringen den Effekt, dass man von Runde 1 an voll leistungsfähig ist. Indoor haben wir meistens nicht das Problem, dass es irgendwie zu kalt ist oder wir zu wenig Griff haben. Und aus diesem Grund werden diese Heizdecken Indoor eigentlich weniger verwendet. Indoor auf Teppich ist es eher so, dass man irgendwann sehr, sehr viel Griff bekommt und gerade die Vorderachse eher das Problem bereitet. Und so gibt es manche, die haben das Prinzip, dass sie dann vorne kürzer schmieren oder hinten sogar doppelt schmieren. Somit bekommt die Hinterachse wieder ein bisschen mehr Griff. Es gibt sogar Fahrer, die verfolgen das Prinzip, dass sie vorne irgendwann nicht mehr komplett schmieren, sondern nur noch so die Hälfte bis drei Viertel des Vorderrades. Das wird bei Moosgummi grundsätzlich bei 1,12 und sowas immer gemacht, denn sonst beißt das Auto sich komplett in der Kurve fest. Aber bei Hohlkammer, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ihr könnt es gerne mal probieren. Was ich aber durchaus betonen möchte, ist, dass das Schmierverhalten einen großen Einfluss auf das Fahrverhalten des Fahrzeugs haben kann. Also beobachtet die Gegebenheiten auf der Strecke und die Griffverhältnisse und passt euer Schmierverhalten danach an. Jetzt sind wir auch schon wieder am Schluss des Videos angekommen. Aber einen finalen Tipp habe ich euch noch. Und zwar, wenn ihr den ganzen Tag am Trainieren und am Fahren seid wie wild und euer Fahrzeug macht einfach nicht das, was es soll, es dreht sich im Kreis oder fährt irgendwie ganz komisch, dann nehmt den Reifensatz und tauscht ihn einfach mal gegen einen anderen. Es kann sein, dass auf einmal alles in Ordnung ist. Mir ging es mal an einem Trainingstag ganz genau so. Und ich war dann erleichtert, als ich bemerkt habe, das liegt nicht am Fahrzeug, sondern wirklich nur an den Rädern. Ich hoffe, auch dieses Video hat euch wieder weitergeholfen und dann sage ich mal bis bald, euer Gregor.